Please hold for a very important message. Hallo Schnuffelhasen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Zaniel, ne, das war zu früh, ich bin euer Roaster mit Herz. Heute läuft irgendwie alles ein bisschen schief hier mit meiner Koordination. Wir werden heute über die Folge 8 von Princess Charming sprechen. Ja, ihr habt richtig gehört. Princess Charming ist sowas von over. Ich sage es nur nochmal für alle, die vielleicht neu dazugeschaltet haben. Ich lag 3 Wochen mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus und brauchte danach auch ein bisschen emotionale Stärke, um wieder anzufangen. Deswegen, ja, hole ich das jetzt einfach nur nach, der Vollständigkeit und der Neugierde halber. Ich weiß immer noch nicht, wer das Rennen gemacht hat. Und ich habe Folge 7 vor ein paar Tagen hochgeladen und das haben sich 18.000 Leute angeguckt. Und das, würde ich sagen, sind wirklich treue Schnuffelhasen, weil ich glaube, so die Menschheit interessiert das jetzt nicht mehr, was die Saskia oder wie die da heißen vor einem Monat gemacht haben. Deswegen, ich weiß es sehr, sehr zu schätzen. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann freue ich mich sehr über ein Abo von dir. Und falls du keine TV Now Mitgliedschaft haben solltest, die ist für mich einfach überlebensnotwendig, weil ich Zugang habe zu dem geilsten Trash-Shit. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ja, dann nutzt doch gerne meinen Code unten in der Kanalbox. Da kriegst du 30 Tage kostenfrei. In die ersten beiden Monate kriegst du 50% auf einen monatlichen Beitrag von eh nur 5 Euro. Von daher, join the TV Now Trash TV Community und der Schnuffelhasen Community sollst du natürlich auch gerne beitreten. Ich starte jetzt einfach mal. Achso, was ich noch sagen wollte, ich hatte diese Folge eigentlich schon gestern hochgeladen, als mein bester Kumpel nach einer Übernachtung mich dann irgendwann nachmittags verlassen hat. Aber dann hat er eine Stunde später angerufen und meinte, du, ich bin gerade am Hauptbahnhof vorbeigefahren und heute ist doch Pride. Dann habe ich so gedacht, weißt du was, ich habe mir eh jetzt vorgenommen, wegen des gebrochenen Beins viel mehr so zu leben und rauszugehen und so weiter. Also bin ich tatsächlich das erste Mal alleine mit der Bahn zum Hauptbahnhof gehumpelt auf meinen Krücken. Es war echt schön, einfach unter Menschen zu sein, so viele Regenbogenflaggen zu sehen. Und passend zu diesem Thema starte ich jetzt mit dem Review. Ja, mittlerweile kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass ich mich total in sie verknallt habe. Ich habe es doch letztes Mal schon gesagt. Sie hat nämlich in der letzten Folge gesagt, sie könnte sich vorstellen, sich irgendwann in sie zu verknallen. Aber 2-3 Folgen vorher hat sie schon gesagt, sie hätte sich in sie verknallt. Also ich glaube einfach, Miri war schon sehr früh verknallt. Lassen wir es doch einfach dabei. Jetzt kommen wir mal zu dem, was die Prinzessin sagt und zu dem, was ich daraus deute. Weil ihr wisst, ich bin euer Love-Guru hier auf YouTube. Bean ist eine tolle Frau, die abenteuerlustig ist, offen, viel lacht und mit der ich aber auch gleichzeitig ruhige Momente genießen kann. Das wäre jetzt einfach mal so eine Freundin zum Runterkommen. Keine Liebesfreundin, sondern wirklich eher eine platonische Freundin, weil sie sagt nichts von Aufgeregtheit, nichts von Knistern, nichts von körperlicher Anziehung. Du bist eine tolle Frau, aber eben nicht für Irina. Miri ist eine Frohnatur, die für jeden Spaß zu haben ist und mit der ich einfach sehr gut reden kann. Das wäre jetzt beispielsweise das zweite Girl in der Clique. Und wenn ich mich nicht ganz irre, haben die Mädels genau Saskia, Irina und Miri irgendwann mal zusammen abgehangen. Das sieht man, glaube ich, auf Saskias Instagram-Profil. Ist auch ein bisschen älter. Ihr müsst wissen, es ist nicht top aktuell, was ihr hier erfahrt. Und das bestätigt einfach nur meine These. Es sind einfach super Girls, mit denen sie gerne unterwegs ist. Aber don't touch her anymore. Elsa ist sehr intelligent, bisschen geheimnisvoll dabei und hat eine unfassbare Präsenz. Ne? Und da passiert schon mehr. Das ist so dieses Mystische und sie guckt auch schon so ganz komisch und sagt so, geheimnisvoll, ich möchte dieses Paket öffnen. Bei einer platonischen Freundin kannst du die Büchse auch zulassen. Ne? Das juckt dich dann ja nicht. Lu wirkt vielleicht süß auf den ersten Blick, aber sie ist andererseits auch sehr reif für ihr Alter und sehr humorvoll. Reif, humorvoll, jung, alt, also da macht man sich dann schon so Gedanken, ne? Ist die eventuell zu jung für mich, zu alt für mich? Die hat Chancen, das merkt man auch. Vor allem, wenn die Prinzessin sagt, wo ihr das aufgefallen ist. Weil sie nämlich sagt, es sei ihr beim Übernachtungsdate aufgefallen, dass Lu auch reif ist. Also ich will nicht wissen, bei welcher Tätigkeit. Ist ein bisschen im Bauch heute, ich hoffe, das legt sich gleich. Aufregung? Oder irgendwie, weiß ich gar nicht so richtig. Weiß man nicht, ne? Ob da vielleicht irgendwas länger stand auf dem Tisch und sie einfach nur Dünnschiss hat. Also sie weiß es einfach nicht. Vielleicht echt Anspannung, die abfällt. Fällt sie ab oder fließt sie raus? Das habe ich mich an der Stelle gefragt. Lu und Miri haben jetzt ein Date mit Iri. Die machen so Akrobatik. Und jetzt sehen wir, wie ein Traumdate laufen sollte. Schaut es euch einfach an. Einfach so rumbaumeln und den Moment genießen. Oh Gott, ist mir schlecht. Oh, was so? Oh Gott. Oh. So,
Der Iri ist also schlecht. Können wir das Date jetzt einfach an dieser Stelle abbrechen, weil die Arme muss kotzen? Nein, natürlich nicht. Das ist ja alles gebucht. Die wollten ja jetzt den Drehtag dort verbringen. Also muss Iri tatsächlich nochmal rauf mit der anderen, die sie ja eigentlich gar nicht will, und sich da auch nochmal drehen im Kreis. Also für mich ist das schwer anzusehen, warum sich die arme Frau da jetzt so durchquälen muss. Sondern macht die Beine kurz hochwegen im Kreislauf. Lu, also hier hätte ich jetzt mal erwartet, dass du dir ihre Beine in die Hand nimmst und die selber hochditscht. Das war schon sehr schade, weil man hat gemerkt, dass Iri total Lust auf dieses Date hatte und dass es ihr dann so schlecht ging. Das war echt blöd. Aber können wir das einfach mal annehmen, dass ihr einfach super schlecht war und sie im Strahl kotzen wollte und jetzt aufhören darüber zu reden, ob das jetzt super blöd war oder nicht? Ich habe das Gefühl, ihr wolltet das so erzwingen, irgendwie sie nicht so wahrhaben, dass die Arme gleich reiert. Die erste, die jetzt alleine sein darf mit Iri, die gleich spuckt, ist Miri. Und zwar, weil Lu gesagt hat, ich gehe jetzt raus und sorge draußen einmal für Modelaufnahmen. Schaut es euch mal an. Ich habe mich einfach rausgesetzt, insbesondere dem Moment für mich genossen und überhaupt nicht an negative Gedanken verschwendet. Weil sie so wunderschön ist und weil sie auch so wunderschöne Worte dort sagt, merkt man auch gar nicht, dass die Sonne gar nicht scheint. Ja, ist immer noch ein bisschen schummrig, deswegen. Bei diesem Blick habe ich nur gedacht, okay, du hast sie gerade gefragt, wie es ihr geht, ihr geht's kacke. Warum guckst du so romantisch? Bitte komm nicht auf die Idee, nach einem Kuss zu fragen, weil das wäre wirklich egoistisch. Miri denkt sich, sie leitet das ganze Kussthema einfach erstmal ein, indem sie über den gestrigen, sag mal so mäßig lässigen Kuss nochmal redet. Aber es war, also für mich war es voll besonders und dann als ich dachte, okay, jetzt oder nicht. Iri ist aber auch richtig gut darin, das einfach so zu überlachen. Ne? Die denkt so, Schatz, das war einmal ein Kuss, ne, damit du auch mal ran darfst. Wenn er für dich besonders war, okay, aber für mich ist er bestimmt nicht besonders gewesen. Ich habe den Life-Coach gespielt. Wie war es denn für dich? Ja, meine überraschend, ja. Aber sehr schön, ja. I don't trust her, I don't believe her. Körpersprache. Ja, war schon überraschend, aber war ganz schön. Nein. Darf ich mich nochmal trauen? Iris Blick ist halt wirklich so, Girl, du weißt schon, dass mir schlecht ist. Habe ich dir gerade gesagt. Was soll das jetzt? Ich bin gerade so ein bisschen easy. Oh mein Gott. Das finde ich ganz unangenehm. Ganz unangenehm, wenn du weißt, dass dein Gegenüber gerade irgendwie, dass es dem nicht gut geht. Dann fragst du nicht nach einem Kuss. Iri war schlecht, von daher war das mit dem Kuss, da hätte es jetzt keinen zweiten Kuss geben können, aber... Aber du hättest ihn auf jeden Fall nochmal gerne gehabt, ne? Ja, also nee. Dann, wo ist die Empathie, Menschen? Wenn ihr das merkt, dann macht ihr das nicht. Und jetzt kommt einmal das Paradebeispiel von perfekter Empathie und einfach einem wunderschönen Date. Magst du dich kurz zu mir legen? Ja, gerne. Ich brauche auch gerade eine Umarmung. Ja, ganz lecker. Geht dir besser? Mhm. So bequem. So wird's gemacht. Darf ich dich wirklich einmal kurz in den Arm nehmen? Ich sehe, du sitzt da wie so ein Huhn auf der Mauer oder wie eine Katze auf der Mauer so zusammengebeugt, weil du einfach dir es immer noch nicht gut geht. Kann ich dich in den Arm nehmen? Liegst du bequem? Ist das in Ordnung? Ich hatte in dem Moment irgendwie so das Bedürfnis, echt ihre Nähe zu suchen. Und ich irgendwie die ganze Zeit schon daran gedacht habe, eigentlich würde ich jetzt am liebsten sie gerne im Arm haben, beziehungsweise sie hatte mich ja im Arm. Du hast die ganze Zeit, während du mit Miri zusammen warst, schon daran gedacht, du würdest gerne im Arm von Lu liegen? Darauf habe ich mich gefreut. Ich habe mich auch darauf gefreut. Ja, die eine, während sie draußen in der Sonne saß und die andere, während sie die andere an der Backe hatte. Ja, ich habe das gespürt. Ich sage nur Venushügel. Ich spüre alles. Ich habe auch irgendwie einfach das Gefühl, dass ich bei dir so richtig entspannt sein kann. Das ist so, da brauche ich nicht irgendwie mich... Weiß ich nicht, verstecken oder in so eine Hülle packen oder weiß ich nicht, wie das manchmal. Macht das nicht jeder manchmal? Hat das nicht jeder manchmal gemacht, vor allem auch als er 20 war oder so? Ja, verdammt nochmal. Und es ist so wunderschön, wenn du jemanden hast, wo du das Gefühl hast, du kannst echt du alleine sein. Nein, du selbst sein. Auch einfach mal furzen oder einfach zu dem stehen, was du möchtest, was du dir wünschst und toll. Lu ist im Kopf niemals 20. Das hatte ich ganz lange in meiner vorigen Beziehung. Da kann sie auch offen darüber reden, dass sie sowas mal hatte. Ganz toll. Ganz großes Damen-Tennis, wirklich. Oh, jetzt geht's mir wieder gut. Sehr gut, danke. Gerne. So, jetzt hat sie wieder heil gemacht, also gesund gemacht und jetzt könnten die eigentlich auch rumschlabbern. Da würde ich jetzt auch gar nichts sagen, weil sie hat sich ja ins Zeug gelegt. Das sind echt viel Spaß.
Ich bitte besser. Es geht schon wieder. Ja, Miri. Watch and learn. Also, sie brauchte wirklich nur eine halbe Stunde mit der Lou, mit der Einfühlsamen, und es geht ihr schon wieder besser. Für mich war das Date, es hätte länger sein können, noch länger. Also auch die, allein die Zeit zu zweit. Frag mal Iri. Also ich glaube, die hätte das jetzt nicht so genossen, wenn das jetzt noch länger gewesen wäre. Weißt du? Die hat sich doch schon so auf Lou gefreut. Mein heutiges Gruppendate mit Miri hat sich meine Verbundenheit zu Iri gestärkt. Ja, ich glaube andersrum auch. Sie warten erstmal, bis Miri quasi rausgeht und dann steht Lou an der Tür und dann sagt die Prinzessin: Tschüss, mein Schatz. Für mich war es quasi wie ein Einzeldate. Ich habe die andere gar nicht wahrgenommen. Elsa und Saskia dürfen jetzt auch auf ein Date, nachdem Lou und Miri nach Hause gekommen sind. Ich glaube, ihr müsst klettern. Ich würde gern so stylisch aussehen wie Elsa. Du siehst anders stylisch aus. Du siehst viel stylischer aus. Also, I don't really get the look of Elsa, but it's only my personal Meinung. So, ich finde, die Saskia sieht viel cooler aus. So sportlich, hoodie-mäßig. Props an dein Styling-Team. Ja, und jetzt kommt leider dieses traurige Dreier-Date, weil Elsa ist die Lou in der Konstellation mit Miri und Lou. Nein, ja doch. Also, einfach, wie soll ich sagen, die Überschrift dieses Videos ist eigentlich, dass Saskia und Miri die fünften Räder am Wagen sind. Kann man das sagen? Elsa und Irina haben auf jeden Fall auf dem Meer und auf dem Wasser richtig gut connected. Das muss ich auch einfach zugeben und das ist auch in Ordnung so. Aber ich überzeuge da einfach außerhalb des Meeres. Wie optimistisch sie ist. Ne? Also ich würde sagen, mich würde das hart ärgern, wenn ich merken würde, dass ich an der Prinzessin Interesse habe. Und dann machen die da so ein Zweier-Date draus, so mäßig, weißt du? Würde mir mein Löwenstolz irgendwie ein bisschen im Weg stehen. Und meine ganzen Komplexe. Nehmt Platz. Was eine Aussicht. Ich dachte mir so, ja, okay, was für eine Aussicht, das kann doch jetzt so nicht bleiben. Das fünfte Rad am Wagen muss jetzt erstmal weg. Das ist ja nicht so, weil ich die Saskia als fünftes Rad einstufe, also so, weil ich sie so sehe, als sei es sie es nicht würdig, die Number One zu sein. Ist sie, ich finde die total toll. Aber man merkt es ja einfach. Also, kusch dich, oder? Ich würde gerne noch irgendwie Zeit mit euch jemals alleine verbringen, nur ich mag mich gerade, es ist doof ansonsten für... Nö, wollt ihr zuerst? Ist das okay, oder? Ja, das ist okay. Also ich meine, jetzt zu fragen, ob es okay ist, ist auch so ein bisschen überflüssig, ne? Ich meine, die wurde die ganze Zeit auf dem Wasser so ausgeschlossen quasi, weil ihr euch einfach gut verstanden habt. Da könnt ihr ja auch nichts für. Die hat doch wohl damit gerechnet. Die war total überrascht, die Saskia, dass sie überhaupt mit zum Picknickdeck durfte. Und dann steht die Saskia irgendwie so ein paar Meter weiter entfernt und weiß, dass die beiden da gerade so aufs Finale zusteuern. Ich habe immer versucht, nicht so hinzugucken und das nicht so mitzubekommen, dass die beiden da ihre Zeit zu zweit haben, weil das... ist ja auch irgendwie, also da fühlt man sich dann auch nicht so gut dabei. Ich fühle mich nicht so gut dabei. Dafür liebe ich dich. Ich habe meine Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann. Also zuerst, ich verstehe total, dass du dich nicht gut fühlst. Ich wäre wahrscheinlich zurückgegangen in die Villa. Aber ich habe eine Ausbildung in der Bank gemacht und ich habe immer Mann gesagt. Man kann das nicht tun und man kann das nicht tun. Und dann hat meine Ausbilderin, die übrigens voll die Granate war und hoffentlich immer noch ist, immer gesagt, ja... Wer ist denn Mann? Mann trinkt Wasser nicht kalt. Nein, ich trinke Wasser nicht kalt. Wer ist denn Mann? Mit einem N. Das gibt es nicht. In mir stellt sich nur irgendwie die Frage, das kann ich nur nicht so richtig einordnen. Wie sieht dein Interesse an mir aus? Also ja, so wahrscheinlich sieht sie das so ein bisschen als Spiel, ne? Ich glaube, die Elsa will halt einfach dich entweder einmal nageln oder dich gewinnen. Ist das nur sozusagen, gehört das zur Erfahrung mit dazu, hier irgendwie nach dem Motto zu gewinnen? Elsa, pass jetzt auf, was du sagst, weil du hast in der vorletzten Folge gesagt zu Saskia, wenn du das Ganze nicht gewinnst oder in der letzten Folge, dann hättest du gern die Saskia. Wenn du das nicht gewinnst. Hast du gesagt. Klar, es ist irgendwie eine coole Erfahrung, aber das ist ja auch nicht der Grund, warum ich hier bin. Willst du wirklich über den Grund reden, warum du dich im Fernsehen verlieben möchtest? Wollen wir darüber reden oder wollen wir es lassen? Ich glaube, ich brauche immer Zeit, um mich jemandem so anzuvertrauen, dass ich es ihm wirklich so sagen kann. Ihm oder ihr? Jetzt war ich ein bisschen verdutzt, weil sie gesagt hat, sie möchte es ihm sagen. Weil ich dich einfach extrem toll finde und halt auch denke, dass wir zusammen irgendwie schön sind und sein können. Oh, endlich mal weitere oberflächliche Menschen wie ich. Ich bin ja auch immer so, ich gucke immer, wie sehen wir zusammen aus? Das ist mir eigentlich auch viel wichtiger als, ob wir uns verstehen, ob er introvertiert ist und ich extro oder, ne, Hauptsache, wir sehen zusammen gut aus. Jetzt ist Saskia endlich dran und die reden darüber, dass Saskia am Anfang ja nicht so das Interesse an der Prinzessin hatte. Ich meine, wir wissen ja alle, warum das so war.
das selber so ein bisschen einschätzen, warum das am Anfang irgendwie so... So kalt war, warum du eigentlich gar kein Interesse an mir hattest? Mann, müsst ihr die Saskia auch immer in so eine blöde Lage bringen? Warum soll sie euch denn jetzt nochmal erzählen, dass sie in die andere da verliebt war? Einmal kurz nicht wusste, in welcher Show sie ist. Naja, Saskia sagt natürlich nicht die Wahrheit, deswegen blende ich euch das Geschwafel, was sie da gesagt hat, auch nicht ein. Dann küsst euch wenigstens. Darf ich dich küssen? Okay, okay, okay. Also ich sage, Saskia ist ein bisschen weniger fünftes Rad als Miri. Weil da hat sie schon Bock auf den Kuss. Das merke ich auch. Sie hätte ihn jetzt selber nicht eingefordert, aber sie hatte Bock drauf. Klar, ich habe dann im Vergleich zu Else auch gespürt, wie schön es auch ist, das gesagt zu bekommen, dass Biene gerade merkt, was in ihr vorgeht, sie das in Worte fassen kann und mir dadurch natürlich auch ein sicheres Gefühl und ein sehr schönes Gefühl gegeben hat. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, wieso sie dann am Ende rausfliegt, weil nämlich Sicherheit will die Iri anscheinend nicht. Die reizt es total, so eine Blackbox irgendwie aufzuknacken und eventuell verletzt zu werden. Das spüre ich ein bisschen. Ihr auch? Ich habe schon gemerkt, dass ich bei Elsa deutlich angespannter war. Und als Biene da war, war ich irgendwie viel gelöster, viel lockerer. Das ist aber kein gutes Zeichen eigentlich. Für dein Mindset ist das kein gutes Zeichen. Weil du bist bei Elsa so aufgeregt, weil die macht was mit dir. Und die andere ist so, oh, ob sie jetzt da ist. Oder ob sie mich jetzt fragt, ob ich sie küssen darf. Oder sie mich oder nicht. Oder ob ein Sack Reis in China umfällt. Oder eine Kokosnuss von Mariposa runterfällt. Das ist mir egal. Und konnte mehr ich selbst sein. Eigentlich müsstest du das wertschätzen. Aber das ist halt dein Kopf. Und dein Herz sagt, treat me bad. Oder sei geheimnisvoll. Das Date ist nun endlich zu Ende und sie merken, Elsa fehlt. Wollen wir sie wiederholen, meinst du? Ja, okay. Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Ich wüsste, wo sie vielleicht ist. Vielleicht ist sie auch zurück in die Villa gegangen und knutscht wieder mit den anderen beiden im Whirlpool rum. Liebe Irina, was nimmst du dir denn vor für die letzte Ladies Night? Ich meine, ein paar crazy Nudeln, die dich immer geklaut haben und dich für sich alleine haben wollten, sind jetzt nicht mehr da. Was ist dein Plan? Gar nicht so viele Einzelgespräche suchen, sondern einfach in der Gruppe nochmal eine schöne Zeit haben zum Abschluss. Man, es naht sich schon dem Ende zu, ne? Aber ich glaube, das hätte ich auch so gemacht, weil was soll der Mist? Ich meine, es ist eh schon ziemlich langweilig mit so vier Leuten da. Was die sich da jetzt noch erzählen oder nicht. Also es juckt mich nicht, es gibt kein Beef, es gibt gar nichts. Das einzig Beefige bin ich jetzt hier mit meinen Reactions. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich meine finale Entscheidung noch nicht getroffen habe. Und deswegen geht es mir gerade so gemischt. Ich glaube ihr das. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie höchstens zwischen zweien sich unsicher ist. Ne? Und das finde ich aber irgendwie voll toll, weil es ist irgendwie auch für den Zuschauer spannend. Also war es vor einem Monat. Weil beim Alex wusste man ja, wen er will. Und dann am Ende wusste man, dass er eigentlich gar keinen mehr davon will. Und die machen es spannend. Ich finde, man sollte das spannend machen. Einerseits versuche ich mich einfach jetzt auf den Abend einzulassen. Andererseits ist natürlich auch im Hinterkopf, dass ich danach die Entscheidung treffen muss. Ja, aber ich meine, du wählst ja heute 2 von 4 raus. Du bist doch jetzt nicht unentschlossen zwischen allen Vieren. Höchstens zwischen 2,5. Das war bisher die echt schwierigste Entscheidung, die ich heute treffen musste. Und weil ihr vier so meine Herzensmenschen seid. Aber du weißt schon, dass die nicht abgeschoben werden auf den Mond nach dieser Folge, sondern dass ihr Freunde sein könnt? Miri. Ja, was wird wohl mit Miri passieren? Die fliegt natürlich raus. Weil es ist buddymäßig. Ich verstehe auch nicht, warum es den Kuss gab, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das hat die Iri nur für Miris Ego gemacht. Jetzt kommt die süße, süße, wunderschöne Lou. Ich liebe sie. Du bist zwar noch deutlich jünger als ich, aber trotzdem schon sehr, sehr reif für dein Alter. Und das ist mir insbesondere beim Übernachtungsdate klar geworden. Da ist also diese Sequenz. Ich wusste gar nicht mal, wo sie ist. Und wieso genau beim Übernachtungsdate jetzt? Was hat sie da gemacht? Weil sie einen Leo-Tanga anhatte, oder? Ja, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du an meiner Seite stehst. Und deshalb würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du die Kette anbehältst. Ich freue mich auch sehr. Könnt ihr nicht einfach jetzt schon sagen, dass sie gewonnen hat, bitte? Das ist doch wunderschön, was da passiert. Die kann Emotionen zeigen, die andere kann es nicht. Das wäre eine total gute Ergänzung. Also ich meine, Iri kann es nicht so gut, die Lou, ja, das wäre doch einfach wundervoll. Jetzt kommt Saskia. Ich habe den Braten ja schon gerochen. Auf der Bullifahrt ist mir nochmal klar geworden, dass wir dieselben Interessen haben. Ein Vollzeitjob und Sport als Ausgleich. Genauso wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Deshalb der... Verstand hat in allen Punkten ja gesagt, aber leider war das Herz irgendwie nur nicht so weit.
Ja, hab ich's euch nicht gesagt. Ich sag es euch doch immer wieder, labert nicht so über Job und so. Das sind keine Gemeinsamkeiten. Du hast einen Burnout und bist danach einfach nur noch Blumenverkäuferin, obwohl du vorher voll die Managerin warst. Du weißt es doch gar nicht. Konzentriert euch lieber auf so Herzenssachen. Ich weiß nicht, ob ich in Bezug auf Bene die richtige Entscheidung getroffen habe, weil sie echt alles mitbringt, was man sich eigentlich für eine Beziehung auch wünscht. Ja, aber es bringt nichts, diese Zahlen, Daten, Fakten und so. Dein Körper hat sie abgestoßen, nicht so richtig angenommen. Dann ist das nicht die Richtige. Und jetzt kommt die Elsa. Ich muss auch ehrlich sagen, dass mein Bauchgefühl mir bei dir sagt, Vorsicht. Sie weiß es also auch schon, ja. Warum können wir da nicht widerstehen? Warum wollen wir immer diese A-Löcher haben? Warum wollen wir uns das beweisen? Ja, because of Kindheitstraumata. Klar, unser Vater oder unsere Mutter hat uns nicht genug geliebt und jetzt versuchen wir in die Erfahrung zu gehen, dass wir es endlich schaffen, jemanden zu knacken. An Elsa reizt mich ihre Ausstrahlung. Ich mag, dass sie tiefgründig ist, dass ich mich auch ansonsten einfach wohl in ihrer Nähe fühle. Aber vorhin hast du gesagt, dass du im Vergleich zu Elsa bei Saskia entspannt bist und bei Elsa angespannt. Das bedeutet, jetzt machst du gerade wieder das, was alle machen, man redet sich das schön. Ja, nee, ich fühle mich doch voll wohl bei der. Warum ich immer Magenkrämpfe habe und so und Angst, wenn sie 2 Stunden nicht antwortet, weiß ich nicht. Ich fühle mich richtig wohl bei der. Und jetzt einmal kurzer Vergleich. Die sagen, schlaf gut. Jetzt guck mal, wie es Elsa macht. Schlaf gut. Schlaf gut. Und jetzt guck mal bitte, wie es der Sonnenschein macht. Schlaf gut. Dreimal schönes. Also ich bitte euch. Daran hätte ich schon die Entscheidung festgemacht. Schlaf gut. Eigentlich ist es mir egal, ob du morgen früh aufwachst. Und dann so, schlaf gut. Träum was Süßes. Das will man doch an seiner Seite haben, Leute. Ich bin echt gespannt, wie es im Finale weitergeht. Ich habe es ja noch nicht gesehen. Aber ich mache das. Heute oder so. Tschüss.